junkfoodtaster.com. Und jetzt gibt es Iced Berry von O2 Active. Ja, das 15-fache an Sauerstoff. Very junkfoody. So, Adel Holzner hat das an den Start gebracht. So, und die haben so eine nette Kappe hier. Ja. Nehmen wir mal die Listen hier. Nochmal kurz checken. Alles klar. Ist das das 5 bis 2,5 mal 1540? Moment mal. 30. Die Hälfte von 15 ist 7,5. Nee, das wäre das 37,5-fache. Egal. Ah, hier ist, das ist mit Zucker versetzt. Das ist interessant. Okay. Wenn man das in der Zutatenliste sicherlich nochmal gestated finden. Bärengeschmack, das ist ja sehr konkret. Ah, Fructose. Okay. Und Süßstoffe, also da, okay, also echter Zucker plus Süßstoffe. Mal sehen, wie das wird. Ja, also das Zeug hat sich, ist ein Wunsch. Wahrscheinlich hätte ich es früher oder später auch so verkostet. Vom Tobias auf Facebook. Ja. Das will ich mal kosten. Ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt denkt, dass es ein Win oder ein Fail ist. Spielt ehrlich gesagt auch nicht so die Rolle für mich, weil das ist halt meine Meinung so. Gut, ich glaube, ich habe schon mal so ein Wässerchen verkostet und dann habe ich das in das Glas geschüttet oder gesprüht oder wie auch immer. Und gemeint, es wären große Explosionen. Was ist hier los? Ja, das tut schon duften. Oh, geh auf. So. Darf ich es nochmal abschrauben? Nee, jetzt müsste es offen sein. Also sieht sehr Sci-Fi-mäßig aus hier, der Verschluss. Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild fürs Facebook-Quiz, würde ich sagen. Ja. Und wenn man das jetzt reinsprüht, würde ich sagen, das knallt irgendwie schon. Also man sieht da irgendwie den Sauerstoff austreten. Okay, müsst ihr jetzt für euch selbst entscheiden. Also meiner Meinung nach, guckt euch mal an, das schäumt. Ja. Jetzt habe ich den Unterdruck erzeugt, na so ein Scheiß. Kriege ich die noch wieder raus, den Unterdruck? Ich schaffe das echt, jedes Produkt. Hallo! Alles klar. Das ist ja... Ich muss die Flasche noch abgeben, Leute. Ja, jetzt zeige ich das nochmal. Ihr könnt für euch selbst entscheiden, ob das normal aussieht oder nicht. Also ich finde das schon, das knallt schon irgendwie. Vielleicht zeige ich es nochmal aus einem anderen Winkel. Kann ich das aus einem anderen Winkel zeigen? Das ist natürlich, das mache ich jetzt alles extra wegen dem 15-fachen an Sauerstoff. Und deshalb. Ja. Das zeige ich es nochmal aus dem anderen Link.
Sorry, Leute. Ja, es hat leider spontan alles meine Videos und zum Schneiden bin ich zu faul, beziehungsweise ich bin ein Gegner davon. Ja. Ich hasse irgendwie geschnittene Videos. Und jetzt nochmal aus dem anderen Winkel. Ja, muss jeder jetzt für sich selber wissen, ob das... Ich könnte das mal mit normalem Wasser machen, weil man sieht richtig solche Blasen. Da löst sich offenbar dieser 40-fache Sauerstoff raus. Ja. Aber das wollte ich nur zeigen, so. Okay, jetzt aber zurück zur Sache. Oh, 6 Minuten verschwendet, ey. Okay, los geht's. Dass hier so ein Unterdruck entsteht in der Flasche, das gefällt mir gar nicht. Jetzt wird's raus hier. Ja, das ist halt so eine Bärchenbrause. Total süß. Mir irgendwie zu süß. Und ich würde sagen, man schmeckt auch, dass es mit Süßstoffen ist. Und man, ich würde sagen, dass das die Aroma ein bisschen zu chemisch ist. So, draw. So, darauf hat der Tobias jetzt 1 Monat gewarten müssen. Dass ich Straw für Adel Holzner. Ja, jetzt erzähle ich es nochmal den Engländern. Damit die auch irgendwas checken. So, I just reviewed water, a flavored water. It's not actually, it's more like a soda. It's a very strange product. So, you have this producer called Adel Holzner, which this makes normally like mineral waters. Waters. they have now put sugar into here, fructose and sweeteners, artificial sweeteners, and aroma, they just call it berry aroma, so whatever berry. And yeah, and they had a great idea to put the 15 times the amount of oxygen into the water than normally, so it's not carbonated, it's not carbonic acid in here, but like additional water. Don't ask me how they put the oxygen into the water. And what I tried to show, what took me so long, whilst I'm talking for the Germans, is if you are spraying the water into the glass, I would say you can see the oxygen. Oh, you can see it doesn't feel really, really normal. Like something is going on here. Yeah. The oxygen wants to come out, I would say. If you wait a while, it will get completely transparent. Yeah. This is like, look what I created here. I have to clean the table. Okay, what do you think about this? Do you think it's a good idea to put more oxygen into the water? Do you think it's stupid? Do you think my video of this, my theory is completely stupid? Or you think it's funny? It's meant to be funny. So I will make a photograph of a glass with a transparent liquid now. In terms of taste,
like I'm exaggerated, like the fact that there is like more oxygen in here. In terms of taste, it is too sweet, and the flavor is quite okay, but for my opinion, it tends too much into the direction chemical. Yeah, it's a little bit over the top. So this was actually a wish on Facebook by Tobias, but normally I don't do wishes, so you have to beg very hard and then I do it. So thanks a lot.